Ich grüße Sie und begrüße Sie hier beim Tagesspiegel Wahlkampf Talk Number 5. Ja, zum finalen Talk hier live aus dem Studio am Anhalter Bahnhof. Und per Anhalter geht es wieder durch die Themen, die die Stadt bewegen. Und diesmal haben wir hier an unserem Barbecue-Stand zum Kandidatengrillen Kai Wegner von der CDU, Spitzenkandidat, extra aus Spandau nach Berlin gereist. Deswegen fangen wir auch heute 3 Minuten später an, weil er natürlich im Stau steht. Ja, willkommen in der Großstadt. Den Spitzenkandidaten und Landeschef der Berliner CDU, und er will gerne regierender Bürgermeister werden oder zumindest Bürgermeister, will sozusagen mitmachen im bisher rot-rot-grünen Rathaus. Naja, das hängt ganz von Ihnen ab, liebe Wählerinnen und Wähler und Leserinnen und Leser natürlich auch, und davon, wie er sich hier heute schlägt. Sie können live Ihre Fragen stellen, ein paar sind sogar schon eingetroffen bei uns unter Slido, www.sli.do, Hashtag Wahlkampftalk. Einfach Frage einstellen oder bei Facebook in unseren Chat, und dann landet das hier direkt auf dem Tisch. Mein Name ist Robert Ide, ich bin Autor beim Tagesspiegel, freue mich sehr auf Ihre Fragen und dass Sie dabei sind. Und ich freue mich natürlich auf die Berlinerinnen und Berliner, die hier Co-Moderierende sind und Kai Wegner mitbefragen. Denn das wahre Leben spielt ja nicht nur in der Politik oder im Journalismus, sondern auf der Straße, haben wir ja gerade gemerkt, im Stau, in den Krankenhäusern, in den Unternehmen, in den Schulen, eben da, wo Menschen zusammenkommen. Ja, unsere Co-Moderierenden stelle ich gleich vor, aber zunächst mal erstmal unseren Hauptgast, Kai Wegner von der CDU, Landeschef der CDU Berlin, kommt aus Klado, Versicherungskaufmann, Unternehmensberater und war mal ehrenamtlich Chef der Berliner Rettungsschwimmer. Ja, nun will er die Oppositionsrolle, will er die CDU sozusagen aus der Opposition rausretten mit einem milden, doch für seine Verhältnisse ziemlich linken Wahlkampf, ist auch baupolitischer Sprecher der CDU im Bundestag, will auch trotzdem noch 10.000 Bäume in Berlin anbauen. Mal sehen, was hier so alles wächst an Erkenntnissen. Herzlich willkommen, Herr Wegner, bei uns. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, wobei ich wirklich Interesse habe, was ein linker Wahlkampf ist. Ich stehe ja mehr für einen pragmatischen Kurs, einen lösungsorientierten Kurs. Ich will, dass Berlin funktioniert. Und ich glaube, da geht es gar nicht so sehr um links oder rechts, aber wir reden darüber gleich. Wir reden darüber. Wir haben Sie so extra jetzt schon mal in der Mitte platziert, damit Sie von dort dann Ihre Antworten geben können. Ja, mit mir im Studio auf der anderen Seite, egal ob jetzt links oder rechts, kommt ja auch immer drauf an, von wo man guckt, wäre normalerweise Ricardo Lange. Der ist aber wirklich im Stress mit seinem stressigen Beruf als Intensivpfleger, auch wegen vieler neuer Corona-Patienten auf den Intensivstationen. Und es ist ja auch fast wichtiger, dass er nicht nur den Politikern die Finger in die Wunde legt, sondern eben auch die Wunden der Patientinnen und Patienten pflegt. Er hat heute einen Termin kurzfristig in der Charité bekommen und kann deswegen nicht hier sein. Aber wir haben ein Statement von ihm, wozu wir uns dann gleich auch nochmal äußern können. Deshalb heute neben mir im Studio wieder Carla Siebmann, 15 Jahre alt, Schülerin des Karl-von-Ossietzky-Gymnasiums in Pankow, Chefredakteurin der wirklich ausgezeichneten Schülerzeitung Moron und hier wirklich mit Leidenschaft aufgetreten, um der Jugend eine Zukunft und eine Stimme zu geben, und setzt sich hier auch viel für bessere Bildung ein, ja, und bereichert uns hier in unserer Runde und in unserer Gegenwart. Herzlich willkommen, Carla Siebmann. Herzlichen Dank, schönen guten Abend. Ja, und schon geht's weiter mit Studio C und D. Zugeschaltet hier gleich nebenan ist Susanne Schmidt, ausgebildete Busfahrerin und Autorin des Buches Machen Sie mal zügig die Mitteltüren frei. Da weiß man also, was die Stunde geschlagen hat. Redet frei heraus in der Fahrerkabine und natürlich in Berlin sowieso, anders geht's ja auch nicht. Hat ein paar schöne neue Dahlien mitgebracht, die Blumen des Herbstes, die eigentlich die schönsten Blumen, die es gibt, setzt sich aber wirklich auch verlässlich für die Verkehrswende in der Stadt ein und auch hier in unseren Runden. Und deswegen herzlich willkommen nochmal, Susanne Schmidt. Vielen Dank für diese schöne Einladung und Einführung. Herzlich willkommen, Herr Wegner auch. Ich freue mich auf das Gespräch. Ich mich auch. Ja, na Mensch, wenn wir uns alle so freuen, dann freuen wir uns auf jeden Fall, dass Jan Eisfert auch noch zugeschaltet ist aus unserem Außenstudio in Schöneweide. Er ist Unternehmer, Chef, Geschäftsführer von BAE Batterien, einem Unternehmen, was mittelständisches Unternehmen, Bestandsunternehmen ist hier in der Stadt, und es stellt langlebige Batterien her. Und er will natürlich auch die langlebige Wirtschaftskraft unserer Stadt stärken und ist auch mit Energie dabei, hier gegen die Behördenwillkür anzukämpfen und gegen das ganze Wirrwarr, was es der Berliner Wirtschaft manchmal ein bisschen schwer macht. Deswegen herzlich willkommen, und wir freuen uns, dass Sie das auch heute wieder einbringen, lieber Herr Eisbert.
Prima, danke für die Einführung, Herr Ede. Und dieses Mal tatsächlich hier im Traditionsstandort entspannt in meinem Büro. Ich freue mich auch auf den Austausch. Entspannt im Büro, ja, so ist das, wenn das mit der Homeoffice zu Ende geht. So, Herr Wegner, das ist ja jetzt nur alles blöd gelaufen in diesem Wahlkampf für Sie. Sie haben ja vorher gesagt, Sie wollen natürlich auf jeden Fall Markus Söder als Kanzlerkandidat der Union. Jetzt zieht Sie Armin Laschet in den Umfragen runter, auch in Berlin. Kommen Sie sozusagen nicht mehr so richtig an die Spitze. Ärgern Sie sich da auch ein bisschen über Ihre eigene Partei? Nein, ärgern ist auch keine Kategorie, die ich für mich in Anspruch nehme, sondern wir kämpfen gemeinsam, wir wollen auf Bundesebene ein starkes Ergebnis, dass wir eben kein Rot-Rot-Grün bekommen, wie wir es hier in Berlin haben, und wir wollen Rot-Rot-Grün beenden in Berlin. Und wissen Sie, Umfragen, ja, ich habe mir vor dem Wahlkampf gesagt, ich gucke mir keine Umfrage an, und ich gebe zu, daran habe ich mich nicht halten können. Man guckt da natürlich doch rauf. Aber am Ende des Tages, wir hatten Umfragen vor Sachsen-Anhalt, die was ganz anderes gesagt haben als das Wahlergebnis. Wir hatten Umfragen vor der Kommunalwahl in Niedersachsen. Das Wahlergebnis war ein ganz anderes. Und nun schauen wir mal. Wir merken eine Stimmung auf den Straßen, die deutlich besser ist als die Umfragen. Und Sonntag sind die Zahlen, die dann tatsächlich auch realistisch und ernst. Das sagen ja immer diejenigen, die zweit- oder drittplatziert sind in den Umfragen. Nun gibt es ja schon die Debatte, sollte vielleicht auch Armin Laschet als Zweitplatzierter trotzdem ums Kanzleramt und um eine Koalition kämpfen? Er denkt natürlich, warum denn nicht? Und die CSU stellt das aber in Frage. Wie ist denn da die Position der Berliner CDU dazu? Meine Position ist, dass wir jetzt erstmal kämpfen. Kämpfen um jede Stimme, dass die CDU in Deutschland stärkste Kraft wird. Und dann geben die Wählerinnen und Wähler uns einen Auftrag, den Parteien einen Auftrag, eine Regierung zu bilden. Und dann gucken wir mal, wie die Regierungsbildung stattfindet. Und wenn die Union stärkste Kraft wird, soll es da gar keine Diskussion, glaube ich, geben. Gut, genau. Aber meine Frage war ja, was wird, wenn sie zweitstärkste Kraft wird? Wie ist denn bei Ihnen zweitstärkste Kraft und dann ab ins Rote Rathaus? Geht das auch? Nee, wissen Sie, nochmal, heute geht es doch darum, beziehungsweise bis Sonntag 18 Uhr, jeden Berliner, jede Berlinerin davon zu überzeugen, dass diese Stadt einen Neustart braucht, dass es so nicht weitergehen sollte wie in den letzten 5 Jahren. Darum geht's. Und dann, finde ich, muss man auch voller Respekt das Wahlergebnis zur Kenntnis nehmen. Und mit diesem Wahlergebnis muss man dann arbeiten. Wenn ich heute schon sagen würde, was wir machen, brauchen wir ja gar nicht mehr wählen. Und das finde ich nicht richtig. Deswegen, ich möchte ein Wahlergebnis sehen und damit muss man dann umgehen. Okay, ganz kurze Antwort. Respekt heißt dann als Zweitplatzierter, man lässt erstmal den Erstplatzierten vor. Na klar ist der Erstplatzierte erstmal beauftragt mit einer Regierungsbildung und der muss dann sondieren und einladen. Okay. So, und da muss man gucken, kriegt man Mehrheitskonstellationen hin, die eine stabile Regierung für die nächsten 5 Jahre in Berlin und für die nächsten 4 Jahre in Deutschland hinbekommt. Vielleicht letzte Frage nochmal zu dem ganzen Koalitionswirrwarr, was es ja auch schon in Berlin gibt, obwohl noch gar nicht gewählt ist. Also Grüne und die Linken, die fürchten, dass Frau Giffey jetzt flüchten will aus der Koalition und dann lieber zu Ihnen und zur FDP wechselt. Aber natürlich muss man ja auch so einer Koalition dann was anbieten. Was haben Sie denn sozusagen im Programm oder vielleicht noch als Überraschung parat, womit Sie Frau Giffey überzeugen, dass sie nicht doch denn wieder, wie auch Ihre Partei das ja lieber will, bei Rot-Rot-Grün bleibt? Auch hier sage ich Ihnen, Herr Ide, mir geht es erstmal darum, mit meinen Ideen die Berlinerinnen und Berliner zu überzeugen. Wir haben einen klaren Berlin-Plan aufgestellt. Wir wollen, dass die Bildung besser wird. Wir wollen, dass die Mobilität besser wird. Verwaltungswirrwarr. Verwaltungspingpong, dass das endlich ein Ende findet, dass die Gesundheitsversorgung besser wird. Und dafür kämpfen wir jetzt erstmal. Und ich nehme zur Kenntnis, dass in diesem Wahlkampf, ich bin ja teilweise selbst überrascht, dass das Wahlprogramm der SPD und die Spitzenkandidatin mit den letzten 5 Jahren nichts zu tun haben will. Es ist ja ein ganz neues Programm, ganz neue Aussagen, die da kommen. Und ich bin da ganz gespannt, ob die SPD das nach dem 26. September dann auch noch so sieht, was jetzt gesagt wird. Also ich war überrascht, ich fordere seit vielen Jahren ein Bündnis für bezahlbares Bauen und Wohnen. Das will die SPD jetzt auch. Kürzlich war ich bei einer Diskussion. Ich fordere seit längerem, ja, wissen Sie, die Vorschule wieder einzuführen in Berlin. Auf einmal war die SPD-Spitzenkandidatin auch für die Vorschule. Und gestern habe ich nun sogar zur Kenntnis nehmen müssen, dass die SPD-Spitzenkandidatin auch für Videoüberwachung, für Videoschutz an kriminalitätsbelasteten Orten ist. Also wenn das die Position der SPD ist, dann wären wir relativ schnell fertig mit dem Koalitionsvertrag. Gut, also die Koalition steht schon fast, sagen wir mal, aber wir werden erst mal sehen, ob wir heute auch und ob Sie heute auch diesen Tag überstehen. Wir schauen erst mal, mitten im Wahlkampf gibt es ja noch viele Dinge zu besprechen. Ricardo Lange hat uns ein Statement hinterlassen. Als Intensivpfleger befürchtet er eigentlich auch, dass das Thema Pflege wirklich nach der Wahl verschwindet. Und hier hat er dazu ein prägnantes Videostatement hinterlassen für uns und da können wir gleich darauf reagieren. Ich finde es sehr gut, dass Menschen uns jetzt wahrnehmen
Und auch, dass geklatscht wurde, finde ich nicht verkehrt, sondern das zeigt ja, dass sie uns wahrgenommen haben. Problem ist nur, wie bei jedem Problem, ob es jetzt die Pflegekrise ist, ob es die Klimakrise ist, leider sind wir dazu geneigt in Deutschland oder wahrscheinlich auch auf der ganzen Welt, Probleme schnell wieder zu vergessen. Also das Klatschen ist dann ganz schnell abgeebbt. Versprechungen aus der Politik wurden nicht gehalten. Leider wieder einmal. Die jetzige Bundesregierung ist 16 Jahren an der Macht. In 16 Jahren viel versprochen, nichts getan. Aber uns auf CDU-Wahlplakate abdrucken, um für eine Berufsgruppe ja, Wahlwerbung zu machen, die sie seit 16 Jahren im Stich lassen, das gefällt mir einfach nicht. Hat nichts mit Wertschätzung, sondern ja, mit Verarschung zu tun, sagen wir so, wie es ist. Von der Gesellschaft würde ich mir gerne mehr Unterstützung wünschen. Aber wenn wir von Wertschätzung sprechen, müssen auch wir Pflegekräfte bei uns selber anfangen. Denn wir können nicht Wertschätzung von anderen einfordern, wenn wir uns selber nicht wertschätzen. Was meine ich damit? Es heißt auch mal Nein zu sagen. Nein, ich komme nicht aus dem Urlaub zurück. Nein, ich springe nicht mehr ein. Denn auch ich habe eine Gesundheit, ich habe eine Familie und habe ein Privatleben. Und wenn wir damit anfangen, dann muss ich an dem System einfach etwas ändern, weil mittlerweile funktioniert es ja nur noch, weil wir Pflegekräfte, Reinigungspersonal, die ganzen Therapeuten und Therapeutinnen, Ärztinnen und so weiter dieses System am Laufen halten, weil sie eben immer zu sich selber Nein, aber zum System Ja sagen. Und von den Medien würde ich mir wünschen, dass es nicht immer nur um Schlagzeilen geht, dass es nicht immer um punktuelle Problembehandlung geht. Also sprich, jetzt ist gerade Corona, jetzt berichten wir über Pflegekräfte, jetzt haben ganz viele tausende Menschen ihr Heim verloren durch eine Flutkrise, jetzt berichten wir mal über das Klima, sondern ich würde mir eine Kontinuität wünschen, denn nur weil Corona im Sommer abebbte, waren unsere Probleme in den Kliniken, in den Pflegeheimen oder in den ambulanten Diensten nicht weg. Im Gegenteil, sie bestehen ja, wie gesagt, schon seit Jahren. Und ich würde mir wünschen, und das hat auch was mit Wertschätzung zu tun, dass man solche Probleme weiterhin immer wieder behandelt und somit auch den Druck auf die Politik nicht ja, locker lässt. Ja, nicht locker lassen. Macht die CDU es sich zu einfach, Pflegekräfte jetzt einfach auf die Wahlplakate zu drucken, statt jetzt mal wirklich die Arbeitsbedingungen für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in dieser wichtigen Branche zu verbessern? Also ich glaube, wir haben hier zwei Komplexe. Wir haben auf der einen Seite die Bundesregierung, was Herr Lange, glaube ich, angesprochen hat, und auf der anderen Seite natürlich auch die Landesregierung, sprich den Berliner Senat. Auf Bundesebene sind wir ein paar Schritte vorangekommen. Wir haben die Ausbildungsvergütung eingeführt. Das ist, glaube ich, ein Quantensprung. Wir haben auch Stellen zur Verfügung gestellt. Aber ich will gar nicht drum herum reden. Jetzt ist er nicht da. Ich glaube, wir müssen auch auf Bundesebene die Pflegeberufe wirklich stärken. Wir brauchen mehr Personal für die Pflegeberufe. Und das heißt, wir brauchen auch mehr Menschen, die sich bewusst für diesen Pflegeberuf entscheiden. Also muss auch attraktiver werden. Und hier kommen spätestens jetzt auch die Länder, die Bundesländer mit ins Spiel. Ja, in Berlin sind die alle auf der Straße, genau, weil es ja unhaltbare Zustände sind. Genau, und das muss ich Ihnen schon sagen. Ich war ja selbst am ersten Streiktag da, als Verdi aufgerufen hat zu streiken. Und ich habe mich auch dort mit Menschen unterhalten. Und wissen Sie, ich habe eine sehr, sehr gute Freundin, die arbeitet in einem Pflegeberuf. Mein Vater war viele Jahre ein schwerer Pflegefall. Also ich kenne auch die Situation. Und wenn ich höre, dass ein Pfleger, eine Pflegerin 15 Patienten behandelt, und es ist ja nicht so, dass dieser Patient mal, ich muss mal kurz gucken, sondern der muss gefüttert werden, Medikamente müssen verabreicht werden, der muss mal bewegt werden, man will sich auch mal unterhalten, eine Hand halten, man hat auch Familien, mit denen man sprechen muss, man muss ihn windeln. Und wenn ich mir das alles vorstelle, eine Pflegekraft auf 15 Patienten, das geht nicht, das kann nicht funktionieren. Und das aber 16 ist Jahre CDU-Bundesregierung? Ich sage ja, diese Personalstellen sind aber aufgelegt jetzt durch den Bundesminister und jetzt müssen die Länder folgen. Und ich muss Ihnen schon sagen, ich habe das ja bei Verdi auch gemerkt, über 100 Tage war angekündigt, dass es einen Streik gibt. Und dass in diesen 100 Tagen bei den landeseigenen Konzernen nichts passiert ist, gar nichts. Und man gewartet hat, bis die Beschäftigten dann tatsächlich auf die Straße gehen und streiken. Und ich kann Ihnen sagen, ich war bei den Streikposten. Die wären viel lieber bei ihren Patienten. Die möchten den Menschen helfen. Und trotzdem habe ich großes Verständnis für den Streik. Und ich erwarte jetzt auch, ich meine, da standen SPD, Grüne und Linke mit beim Streik. Die streiken gegen ihre eigene Politik. Das ist schon irgendwie schizophren, will ich Ihnen mal sagen. Und ich erwarte sowohl von einer zukünftigen Bundesregierung, weil Sie kommen jetzt gleich wieder mit dem Hinweis Bund, dass der Bund mehr macht
für die Pflegeberufe. Aber ich erwarte auch, dass das Land Berlin nicht nur Applaus vom Balkon honoriert, sondern wir müssen, und es wurde im Abgeordnetenhaus, glaube ich, vor 3 Jahren beschlossen, dass wir in den Tarifvertrag öffentlicher Dienst gehen. Nichts ist passiert. Und das verstehe ich nicht. Und zur Wertschätzung gehört für mich auch, und das habe ich von vielen Pflegerinnen und Pflegern auch gehört, die Arbeitsbedingungen. Herr Lange hat es angesprochen. Und wenn ich da mit jungen Frauen auch gesprochen habe, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, das muss alles gewährleistet sein. Das fordert Verdi, das fordern die Streikenden. Und jetzt erwarte ich vom Land Berlin, dass man sich mit Verdi an einen Tisch setzt und schnellstmöglich Lösungen herbeiführt. Dann kommen wir mal von einem Streik zum nächsten. Am Freitag ist schon wieder Klimastreik, weil auch dieses Thema, das hat ja auch Ricardo Lange angesprochen, doch wirklich ganz schön in Vergessenheit geraten ist, zumindest in den Wahlkämpfen. War es dann am Ende doch nicht mehr Thema. Oder sehr selten. Und eine, die das sicherlich noch mehr sorgt als uns alle sowieso, ist Carla Siepmann als junger Mensch, der dann irgendwann diese Erde hier ertragen muss, die wir hinterlassen. Ja, Schülerin aus Pankow, welche Fragen haben Sie an Kai Wegner? Ja, also ich kenne tatsächlich auch viele Mitschülerinnen, die am Freitag zum Streik gehen werden, weil sich in den letzten Jahren einfach viel zu wenig in Sachen Klimaschutz getan hat. Und ich frage mich, was glauben Sie als CDU-Spitzenkandidat in Berlin, warum sollte man Ihnen als CDU nach 16 Jahren Bundespolitik in Sachen Klimaschutz, in der sich mit Verlaub wirklich extrem wenig getan hat, das Vertrauen für die nächste Landesregierung schenken? Ich weiß nicht, ob sich nun gar nichts getan hat. Wir haben mit Angela Merkel den Atomausstieg vorangetrieben. Wir haben jetzt den Braunkohleausstieg vorangetrieben. Da kann man sagen, das dauert alles viel zu lange. Aber es sind Punkte gesetzt worden, die eine rot-grüne Bundesregierung vor 16 Jahren Angela Merkel eben alles nicht gemacht hat. So, ich trete jetzt aber an in Berlin und da kann ich Ihnen sagen, wenn ich mir in Berlin anschaue, wie viele Photovoltaikanlagen haben wir eigentlich auf den Schulen und den landeseigenen Gebäuden? Wie viele grüne Fassaden haben wir? Wie viele Stadtbäume sind neu entstanden in Berlin? Wie haben wir die Verkehrswende vorbereitet im Bereich Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs? Wie viele Elektroladesäulen gibt es in Berlin? Ich will damit nur sagen, die Landesregierung hier in Berlin, Rot-Rot-Grün, hat wirklich in diesem Bereich komplett versagt. Verzeihung, aber dass andere auch nicht genug gemacht haben, das macht ihre Position nicht besser. Das stimmt, und aber dafür trete ich ja an, das zu verändern. Wenn ich nochmal auf Ihren vorherigen Punkt eingehen darf. 2005 hat die Regierung unter Schröder geendet und da sah die ganze Situation mit Klimawandel auch noch ein bisschen anders aus. Und die von Ihnen gestellte Bundeskanzlerin hat in ihrer letzten Pressekonferenz auch gesagt, dass eindeutig zu wenig getan wurde. Also zumindest die Bundes-CDU gesteht ein, dass zu wenig getan wurde. Und jetzt nochmal meine Frage, was glauben Sie, warum sollte man Ihnen als Spitzenkandidat das Vertrauen schenken, wenn man auf Klimaschutz Wert legt? Weil ich in Berlin hier vorangehen möchte. Ich kandidiere ja um Verantwortung für Berlin. Und weil Herr Ide gesagt hat, das spielt in dem Wahlkampf keine Rolle, das kann ich übrigens nicht bestätigen. In meinen Gesprächen, gerade mit jungen Berlinerinnen und Berlinern, aber auch mit Älteren, spielt das Thema Klimawandel, Klimaschutz, Energiewende ein ganz großes Thema. Und es bewegt auch die Menschen. Deswegen werden auch viele, viele Menschen wieder demonstrieren gehen. Und ich gehöre zu denjenigen, die zum Beispiel das Bundesverfassungsgerichtsurteil sehr begrüßt haben, dass wir beim Klimaschutz schneller vorankommen müssen, weil wir es den zukünftigen Generationen nicht allein in die Schuhe schieben müssen oder so lange uns Zeit lassen, dass ihr am Ende des Tages die Verantwortung tragt. Ich habe 3 Kinder und ich kann Ihnen nur sagen, dass auch meine Kinder, sofern sie schon groß genug sind, damit total bewegt sind und die fordern das von mir. Die sagen zu mir, Papa, ich will, dass diese Stadt auch für mich und für deine Enkelkinder, sofern du mal welche hast, eine lebenswerte Stadt ist. So, und hier müssen wir vorankommen. Ich glaube, dass wir tolle Ideen, tolle Möglichkeiten haben, wie wir das Thema Energiewende in dieser Stadt vorantreiben können. Wir haben die Ideen, wir haben die Wissenschaft, wir haben die Forschung, wir haben die Start-ups. Wir müssen das nur endlich mal nutzen in Berlin und zur Anwendung bringen. Und das will ich machen. Das ist in den letzten 5 Jahren unter Rot-Rot-Grün nicht passiert. Und ich bewerbe mich jetzt für Berlin. Ich habe Ihnen aber auch gesagt, ich glaube, dass Angela Merkel in ihrer Regierungszeit eine Menge gemacht hat. Aber ich habe auch gesagt, man kann darüber streiten, ob das alles schnell genug war. Und da bin ich ganz bei Ihnen, sonst hätten wir ja auch nicht das Urteil vom Bundesverfassungsgericht, dass es schneller gehen muss. Aber wollen Sie sozusagen als Berliner CDU sozusagen der grüne Flügel der CDU werden? Ja? Also Sie wollen jetzt Vorreiter sein in Sachen Klimaschutz, was die CDU bundesweit betrifft? Ich glaube, dass das ein ganz wichtiges Thema für die Menschen ist. Und wissen Sie, für mich... War das jetzt ein Jahr?
Ja, natürlich. Wir müssen das Thema Klimaschutz, das ist doch eine Kernaufgabe. Das teilen ja auch mittlerweile alle Parteien, zumindest alle Parteien außer die AfD, die sagen, wir müssen das Thema Klimaschutz in den Griff bekommen. Und das ist ja auch eine Aufgabe, die wir haben, insbesondere aus der Verantwortung für nachfolgende Generationen. Aber ich sage auch, das ganze Thema Nachhaltigkeit, was mir ein wichtiges Thema ist, hat halt auch drei Säulen. Und das eine ist der Umweltschutz, das andere ist auch das Ökonomische, aber natürlich auch am Ende des Tages das Soziale. Und ich glaube, wir müssen halt aufpassen, wir haben das ganz, ganz große Glück, auch durch das sympathische Gesicht der Fridays for Future-Bewegung, dass ganz viele Menschen sagen, okay, das ist der jungen Generation wichtig, wir müssen da was machen. Und ich glaube, wir haben eine ganz breite Akzeptanz bei den Menschen in Deutschland, aber auch bei den Berlinerinnen und Berlinern, dass viele sagen, wir müssen hier vorantreiben, wir müssen auch im Verbrauch vieles andere ändern. Ich glaube aber, wenn es so ist, dass wir eine City-Maut einführen, dass wir immer nur an der Preisspirale drehen, werden wir die Menschen verlieren auf diesem Weg. Und deswegen setze ich auf Technologie, auf neue Ideen. Die haben wir in Berlin. Wir haben die Start-ups, die so viel machen können. Und die möchte ich hier zur Anwendung bringen. Und dann kriegen wir es auch hin, dass Berlin, wir haben in unserem Wahlprogramm, da werden Sie jetzt gleich sagen, und ich verstehe das auch, wir werden sagen, das ist alles viel zu lang. Wir haben in unserem Wahlprogramm reingeschrieben, wir halten uns an die Bundesziele. Bis 2045 muss Berlin klimaneutral sein. Ich will aber ausdrücklich ergänzen, bis spätestens 2045 will ich das erreicht haben. Und wir müssen hier schneller vorankommen. Nochmal, das schulde ich auch meinen Kindern, aber auch allen anderen Generationen, die auch noch in einer lebenswerten Stadt leben wollen. Können Sie es ein bisschen konkretisieren? Also zum Beispiel drei Start-ups, die gute Ideen haben, denen man sich bedienen könnte. Ja, ich habe ein Startup besucht in Friedrichshain-Kreuzberg. Die haben ganz tolle Modelle, wie du viel mehr Photovoltaikanlagen auf die Dächer bringst. Und wenn wir dann im Bund endlich mal dazu kommen, das ist in dieser ärgert mich sehr, da habe ich hart für gekämpft und es ist nicht gelungen, wenn wir dann endlich Mieterstrommodelle erleichtern und überhaupt möglich machen, dann glaube ich, kannst du im Bereich der Energie unglaublich vorankommen und wirklich auch Möglichkeiten für Mieterinnen und Mieter schaffen, ohne dass es teurer wird. Das zweite Thema ist, es gibt ein Startup in Schöneberg, das macht Elektroladeinfrastruktur. Ja? Die können im Prinzip jede Straßenlaterne zu einem Ladepunkt machen. So, die sind in London zum Zug gekommen, die sind in großen amerikanischen Städten unterwegs. In Berlin kommen sie nicht zum Zug, verstehe ich nicht. Es ist ein Berliner Unternehmen, was große Metropolen ausstattet. Okay, und in Berlin wo wir bei Unternehmen sind, das ärgert mich. Wo wir bei Unternehmen sind, schalten wir doch mal gleich zu einem Unternehmen. Ne? Nicht, dass wir immer nur über Startups reden hier in dieser Stadt, sondern auch über Unternehmen, die vielleicht nicht nur Batterien herstellen für Elektroroller und an einer Ladesäule. Schauen wir mal, was Herr Eisbert für Sorgen hat. Gerade was das Digitale betrifft, glaube ich, haben Sie ja wirklich immer wieder Sorgen. Also wir sind hier digital sehr gut verbunden, aber mit so einem Amt wäre es ja schon schwieriger, oder? Ja, Sie möchten gleich immer im Digital einsteigen, aber ich probiere auch immer aufzugreifen, was mein Vorredner gesagt hat. Herr Wegner, erstmal, ich habe Sie mehrfach über das Thema Startups gehört, dreimal. Wir wissen, glaube ich, alle, Sie sind auch Unternehmensberater. Übrigens wollte ich auch mal sagen, ich glaube, dass Berlin, wenn es um die Wirtschaft geht, tatsächlich einen Rettungsschwimmer braucht. Aber es heißt nicht immer, dass der Vorsitzende auch selber ein guter Rettungsschwimmer ist, um da mal eine Brücke zu schlagen. Ernamtlich. Ich muss das zu meiner Verteidigung sagen. Okay. Ja, gut. Aber das mal als Brücke. Und ich würde mich doch gerne auf die Wirtschaft fokussieren wollen. Von 2011 bis 2016 haben Sie die Wirtschaftssenatorin gestellt. Da gab es eine vergleichbare Unzufriedenheit über die Ergebnisse von der CDU im Wirtschaftsbereich. Diesem Dienstag ein Statement von der IHK. Die Bilanz ist tiefrot. Konkret, Thema Startups. Wissen Sie, wie viele Startups in Berlin Steuer bezahlen? Wissen Sie, wie viele Startups an sich erfolgreich sein? Wenn Google Campus in Berlin kommt, sind Sie die Überzeugung, dass dann auch Steuer in die CDU ist darum bekannt, dass die eine konservative Wirtschaftspolitik. Wir haben ein Budget, Verschuldung, die ist genauso hoch als vor 10 Jahren. Also würde mich erstmal konkret interessieren, wie finanzieren Sie überhaupt die tolle Pläne, wenn wir die Dächer vollbauen mit Solar, Photovoltaik,
dann bekommen wir möglich ein Windproblem, wo die Windräder stillstehen. Also haben sie sich da Gedanken gemacht. Drei würde ich auch noch mal gerne reinbringen. Im Bezirk Marzahn haben wir die CDU, die führt die Wirtschaft an, ist verantwortlich somit für Cleantech Park Marzahn. In den letzten 5 Jahren hat es ein Unternehmen gegeben, das sich da angesiedelt hat. Also bisher haben CDU mich noch nicht über die Wirtschaftspolitik in der Vergangenheit und auch spezifisch im Bezirk überzeugen können. Was würden Sie da grundsätzlich anders machen? Sie brauchen Bestandsunternehmen, die Steuer bezahlen. Wissen Sie, wie viele neue Arbeitsplätze Industrie in 2019 geschaffen worden sind und wie viel verloren gegangen sind? Gut, Herr Heisbert, vielen Dank auf jeden Fall. Ich bin noch nicht zum Ende. Ach so, Entschuldigung. Ich dachte, er kann erst mal kurz antworten und dann können Sie ja noch mal vielleicht. Wollen wir es so machen? Es ist eben einfach. Es gibt 83 Millionen Bundestrainer, die stehen an der Seitenlinie. Das ist Herr Wegner, einer davon. Und er hat Pläne, wie er das möglich anders machen würde. Und das würde mich mal interessieren, weil wir fühlen uns alle super vernachlässigt als Bestandsunternehmen. Und die zweistufige Verwaltung hilft auch nicht mit. Es gibt kein übergeordnetes Konzept. Also da gebe ich Ihnen was Futter, wo Sie gleich einsteigen können, Herr Wegner. Okay, dann los. Mein Eindruck ist eher, dass Sie einer der Bundestrainer sind. Und, aber bei 83 Millionen ist das ja auch so. Also erstens, ich will Ihnen, also die Berliner Wirtschaftsstruktur ist ja Gott sei Dank vielfältig. Es gibt tolle Gründerinnen und Gründer. Ich war heute erst wieder im Factory, wo zahlreiche Gründerinnen sich mir vorgestellt haben, die erst vor kurzem gegründet haben, mittlerweile 15, 20 Beschäftigte haben und natürlich auch Steuern hier zahlen. Und da passiert richtig viel. Zur Wahrheit gehört natürlich auch, dass gerade bei Startups, ich sag mal, 90% der Ideen, die kommen ja gar nicht erst an den Start. Bevor die Gründung so richtig erfolgt ist, ist die Idee auch schon wieder gescheitert. Aber viele werden halt auch richtig groß. Aber die Berliner Wirtschaftsstruktur, und da haben Sie völlig recht, die ist ganz unterschiedlich. Wissen Sie, ich habe lange Zeit in einem mittelständischen Bauunternehmen in der Geschäftsleitung gearbeitet. Und von daher, ich habe ja gedacht, Sie kommen jetzt mit der Verwaltungsbürokratie, mit Ausschreibungsverfahren etc. Da kenne ich mich bestens aus, weil ich das alles erlebt habe, weil ich, wie gesagt, ein paar Jahre in einer sogenannten Old Economy, sprich in einem klassischen mittelständischen Bauunternehmen gearbeitet habe. Und so, und natürlich, also wir haben das Normale, die normale Wirtschaft, Old Economy, Mittelstand, Handwerk, Wirtschaft. Wir haben auf der anderen Seite die Startups, die Gründerinnen und Gründer, die in diese Stadt kommen, Ideen entwickeln. Und auf der anderen Seite, das haben Sie auch angesprochen, haben wir die Industrie. Und wir haben in den letzten Jahren viele Industriearbeitsplätze verloren, da haben Sie völlig recht. Ich komme aus Spandau, Herr Ida hat es gesagt, allein was wir bei Siemens in den letzten Jahren an Arbeitsplätzen verloren haben. Ich war vor kurzem gemeinsam mit der IG Metall streiken für das Gasturbinenwerk in der Hüttenstraße, wo viel Know-how und Arbeitsplätze auch wichtig sind, für die Energiewende übrigens auch, wo wir das brauchen einfach, das Know-how, was wir hier in dieser Stadt haben. Auf der anderen Seite war ich vor kurzem bei Daimler draußen, bei Mercedes-Benz, weil die ja auch Arbeitsplätze wegrationalisiert werden sollen. Und der Industriestandort ist mir wichtig. Und ich glaube, wir haben ja einen runden Tisch bei der Wirtschaftssenatorin für Industrie. Ich glaube, jetzt die konkreten Punkte. Wir müssen die Industrie in Berlin erstens halten, aber so wie die Industrie derzeit ist, und das weiß sie ja selbst, das wissen auch die Beschäftigtenvertreter, wird sie nicht haltbar sein. Wir brauchen einen Transformationsprozess in der Industrie, wo wir unsere Industrie stärken. Und das muss gemeinsam mit der Politik gemacht werden. Das muss mit den Unternehmen, mit den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, aber auch mit der Politik gestaltet werden. Das ist eine große Aufgabe, die wir in den nächsten Jahren haben. Aber ich glaube, dass Berlin als Standort hier alle Chancen hat. Das Zweite ist, wir müssen den klassischen Mittelstand, das Handwerk stärken. Ich war so viel in Handwerksunternehmen unterwegs, die mir allesamt sagen, Herr Wegner, an städtischen Aufträgen beteiligen wir uns nicht mehr. Ausschreibungsverfahren viel zu kompliziert, der Umgang mit der öffentlichen Verwaltung, Zahlungsmoral, vieles, vieles mehr. Da mache ich nicht mit. Und da kann ich Ihnen nur sagen, wir müssen entbürokratisieren. Das beste Konjunkturprogramm, was wir nach Corona hätten, wäre ein Entbürokratisierungsprogramm, wo wir einfach mal schauen, was ist Wirtschaftshemd, was können wir temporär aussetzen und dann prüfen wir mal, was brauchen wir noch, was brauchen wir nicht. Punkt 1. Das kostet gar kein Geld, würde der Wirtschaft ungemein helfen. Wir haben gerade im Bereich Hotellerie, Veranstaltungswirtschaft, Clubkultur, Handel, haben wir unglaubliche Stärken. Das ist im Prinzip die Branchen, die in Berlin die meisten Arbeitsplätze bringen, schaffen auch Ausbildungsplätze, die natürlich auch unter Corona stark gelitten haben.
Und wir müssen schauen, wie kriegen wir die schnellstmöglich wieder ins Laufen, damit Existenzen nicht verloren gehen und damit auch Arbeitsplätze und Ausbildungsplätze. Darf ich mal einmal einhaken, weil Herr Eisbert ist sofort nochmal dran. Herr Eisbert hatte eine Frage auch nochmal gestellt. Und Sie haben es selber jetzt nochmal aufgenommen mit der Verwaltung. Es gibt halt wirklich einen wahnsinnigen auch Rücklauf hier von unseren Zuschauerinnen und Zuschauern. Und dafür vielen Dank, dass Sie hier so viele Fragen stellen, zum Beispiel unter slido.de/Wahlkampftalk. Dort können Sie Ihre Fragen hinterlassen. Und ich will hier mal kurz einhaken mit zwei Fragen. Zum Beispiel Ella Zorb auf Facebook. Wann gedenkt denn der Senat, der neue Senat, dann endlich funktionierende Bürgerämter zu installieren? Und Bonnie fragt über Slido, werden Sie sich von funktionierenden Stadtverwaltungen beraten lassen oder stochert Berlin weiter im Nebel? Ja, gute Fragen auf jeden Fall. Kurze Antworten wären natürlich toll. Ich versuche es echt kürzer zu machen, dann können wir auch mehr Fragen und Antworten machen. Vielleicht nur noch ein Punkt, den Sie auch angesprochen haben, zweistufige Verwaltung. Ich glaube, wir brauchen eine echte Verwaltungsreform in Berlin. Du brauchst für größere Infrastrukturvorhaben, für größere Investitionen eine absolute Senatsverantwortung. Heute ginge es schon, der Senat kann ja alles an sich ziehen, gesamtstädtisch. Ich will aber, dass das sofort und normal ist, dass hier der Senat zuständig ist und der Bezirk in anderen Bereichen dann wiederum gestärkt wird. Ich will die Bezirke nicht abschaffen, dafür ist Berlin viel zu groß. Ich will Bezirke sogar stärken, aber in großen Infrastrukturinvestitionen zu haben, da muss es ausschließlich Senatsverantwortung sein, weil ich glaube, dann kriegst du viel schnellere Entscheidungsprozesse hin. Funktionierende Stadt, Herr Ide. Ein Thema, was mich wirklich nervt, weil das Thema besprechen wir ja irgendwie gefühlt mindestens seit 15 Jahren. Und ich habe jetzt kürzlich übrigens auch mal bei einem Tagesspiegel-Talk dann von einem Vertreter der Linkspartei gehört, ja, wir waren auf einem guten Weg und dann kam Corona. Also Corona ist an ganz vielem schuld, aber mit Sicherheit nicht daran, dass die Verwaltung nicht funktioniert, dass du keine Termine in den Bürgerämtern bekommst, dass alles viel zu lange dauert. Und ich habe mich heute mit Unternehmen der Digitalisierung, der Digitalwirtschaft getroffen und habe gesagt, seid ihr bereit, mal mit Ideen zu entwickeln, wie wir in Berlin eine funktionierende Verwaltung hinbekommen, eine Digitalisierung hinbekommen? Zum Beispiel wünsche ich mir ganz konkret ein digitales Bürgeramt auf Landesebene. So, und da wünsche ich mir, dass wir Experten mit reinholen, gerne auch aus privatem Bereich, aus anderen Städten, wo es funktioniert. Na klar. Ich bin immer keiner, der sagt, wir müssen immer die Welt neu erfinden, sondern gucken wir doch einfach mal in Städten, wo bestimmte Sachen besser laufen. Und dann gucken wir, können wir es anwenden? Heißt ja nicht, dass was Estland wird immer genannt, aber Estland ist nun kein Vergleich zu dieser Millionenmetropole Berlin. Aber wenn da bestimmte Bereiche gut funktionieren, sollten wir sie hier machen, ganz klar. So, Herr Eisbert wollte aber noch eine Zusatzfrage stellen und das soll natürlich auf jeden Fall so sein. Ich finde es sehr interessant, das Thema Entbürokratisierung, schwieriges Wort für eine Nicht-Muttersprache, zu hören. Ich hatte mal das Vergnügen in einem Podcast an die Frau Bundeskanzlerin, das war die Bürokratiebremse, das ist, glaube ich, ein Wort, wo wir eigentlich für jedes Gesetz, das wir neu einführen, eine wieder abschaffen möchten. Ich habe nicht das Gefühl, und das ist Ihre Partei, auf Bundesebene, dass wir die letzten 5 Jahre tatsächlich Gesetze abgeschafft haben oder zumindest dafür ist eigentlich eine Zunahme. Wir haben jetzt wieder das Lieferkettengesetz, super wichtig, die Klimaziele, super wichtig. Aber wer wird das alles bezahlen? Wer auch als kleines mittelständisches Unternehmen mit 170 Industriearbeitsplätzen, Herr Wegner, wir haben Kunden, die über 2000 oder demnächst über 1000 sind, die werden uns wieder befragen, weil wir kaufen nur in der EU ein. Und ich muss sagen, wir haben einen Regalbeauftragten, einen Leiterbeauftragten, wir haben 193 Nebenbestimmungen und sie treiben, sie nicht persönlich natürlich, aber überhaupt, man möchte in Deutschland immer der bravste Bursche von der Klasse sein. Das Gesetz in Europa geht ein, ja, und das gilt für Holland auch noch ein bisschen, ja, aber das Lieferkettengesetz auf europäischer Ebene geht, glaube ich, erst 1. Januar 2025 ein. Wir ziehen das wieder voran. Und das verstehe ich alles eigentlich nicht. Wir stehen in offenem Wettbewerb, sogar mit Polen oder mit Ungarn, wo es größere Vordersätze gibt. Reden wir noch einmal nicht über Brandenburg, wo die Firmen hinziehen. Das ist auch noch ein interessantes Thema, wie Sie das sehen. Okay. Brandenburg und Berlin. Nehmen wir noch mal einen Anlauf aus der Capital Region, ja oder nein? Bitte. Okay, diese beiden Fragen. Am liebsten ja. Am liebsten, ich war damals schon sehr für ein gemeinsames Bundesland Berlin-Brandenburg. Aber ich sage Ihnen mal,
Ich glaube, wenn wir jetzt nochmal die Berlinerinnen und Berliner fragen würden, aber auch die Brandenburger, wir hätten wahrscheinlich wieder ein Nein. Und ich glaube, worum es jetzt geht, dass wir aufhören, immer nur über die gemeinsame Region und Hauptstadtregion, Metropolregion, Wirtschaftsregion zu reden, sondern das auch mal zu leben. Wissen Sie, in Spandau gibt es eine Straße im Brunsbütteler Damm, der führt bis zur Stadtgrenze. Der sollte mal durch Brandenburg verlängert werden, aber es endet in einer Wiese, diese Straße. Und das meine ich damit, diese Infrastruktur gemeinsam mal zu gestalten. Wir brauchen zum Beispiel Verkehrswende, hat ja auch was mit Klimaschutz zu tun. Wenn wir eine Verkehrswende wollen, müssen wir Brandenburg mitdenken. Wir haben über 330.000 Pendler, die tagtäglich in die Stadt kommen. So, und nun muss ich doch schauen, wie kriege ich die vielleicht auf dem öffentlichen Personennahverkehr. Das heißt, ich brauche mehr Schiene. Das kriege ich aber nicht hin, wenn ich nur bis zur Stadtgrenze denke. Also dieser Senat denkt ja nur bis zum inneren S-Bahn-Ring. Aber es reicht noch nicht mal, wenn ich nur bis zur Stadtgrenze denke, sondern wir müssen die großen Entwicklungsgebiete in Brandenburg mit erschließen, auch mit der Schiene. Das sind klare Achsen, die um Berlin erkennbar sind. Und hier brauchen wir Schiene. Und deswegen muss Berlin-Brandenburg gemeinsam gelebt werden und gemeinsam auch entschieden werden. Ich wünsche mir ein gemeinsames Gremium der Parlamente, des Abgeordnetenhauses und des Brandenburgischen Landtages, wo auch Beschlüsse gefällt werden, der für die Regierungen, sowohl für den Berliner Senat als auch für die Landesregierung in Brandenburg, die verbindlich sind. Dass das umgesetzt werden muss, dass wir nicht immer nur drüber reden, sondern wirklich das auch leben. Gut, und dann wird irgendwann das gemeinsame Bundesland, glaube ich, kommen. Aber wir müssen es erstmal vorleben, insbesondere die Politik und die Verwaltung. Das ist ja ein erster Schritt zum gemeinsamen Landesparlament, auch sehr interessant, zum Zwei-Landesparlament sogar. Aber Sie haben aber die Verkehrswende... Das machen andere Städte übrigens ja nicht, weil Sie das gerade angesprochen haben. Guck, Ulla, der Fragesteller, ich habe das mal in Lyon erlebt. Lyon ist ja auch eine größere Stadt in Frankreich und dort gibt es ein Parlament der Regionen. Und dort sind die Außenregionen um Lyon mitbeteiligt und dort entwickelt man die Zukunft dieser Stadt zusammen. Also auch mit den Umlandgemeinden. Und das müssen wir in Berlin auch machen. Gut, dann wird Kleinmachnow doch noch eingemeindet. Auf diese Art ist es ja eh schon fast. So ist es nicht gemeint, aber es ist okay. Ich weiß. Wir kommen jetzt, Sie haben die Verkehrswende angesprochen und da blinken wir doch mal ganz fleißig in die Busspur. Da stehen ja sowieso immer parkende Autos rum oder Taxis drängeln die Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer weg. Aber Susanne Schmidt hat sicherlich noch viel andere Erfahrung und sich sicherlich wieder fleißig vorbereitet und ihr Wahlprogramm gelesen. Deswegen hören wir doch mal, was Frau Schmidt für Fragen hat an Kai Wegner. Ja. Endlich, bin schon ganz ungeduldig. Ja, ich möchte mal ganz runterbrechen und zwar möchte ich mal über unsere Berliner Kleinkinder und Kinder sprechen, die ja von Anfang an schon bevor sie laufen lernen, beigebracht bekommen, dass sie auf den Autoverkehr Rücksicht nehmen müssen, dass sie aufpassen müssen, dass ihnen nichts passiert, dass sie da und da nicht lang gehen dürfen, dass sie Warnwesten anziehen müssen, Helme, Wimpel tragen. Was gibt es noch? Lichterketten im Winter und im Herbst und im Frühling. Alles, um halt Rücksicht auf den Autoverkehr zu nehmen. Wobei ich halt immer denke, es müsste eigentlich umgekehrt sein. Natürlich wollen dann diese Kinder, die ja ständig darauf achten müssen, dass der Autoverkehr gut und sicher vonstatten geht und ohne Störungen von ihnen selbst passieren kann, natürlich wollen die dann kaum, dass die 16 sind, 17, 18 Führerschein machen, sich selber ein Auto kaufen und einfach auch selber diese Macht ausüben. Das ist in meinen Augen ein Teufelskreis, der auch damit zu tun hat, dass der ÖPNV viel zu wenig wertgeschätzt wird in Berlin, dass der Fahrradverkehr viel zu gefährlich ist in Berlin, dass eben tatsächlich das Auto das Ding ist, welches das Leben unserer Kinder und Jugendlichen von ganz, ganz klein auf, also wirklich von Kinderwagen an, prägt. Und Sie sprechen viel von Neustart. Wie sieht denn da Ihr Neustart aus? Wie würden Sie diesen Teufelskreis, der es ja ist, durchbrechen wollen? Was wäre das allererste, was Sie tatsächlich aktiv für einen besseren Straßenverkehr machen möchten? Nee, die eine Maßnahme ist halt schwer, nicht? Weil wenn Sie zu Recht sagen, wir brauchen sichere Fußgängerüberwege, wir brauchen sichere Schulwege für Kinder. Also ich finde, wir reden viel zu selten übrigens über Fußgänger, weil das sind ja auch Verkehrsteilnehmer, egal ob Kinder oder Senioren.
Wir brauchen sichere Fahrradwege in dieser Stadt. Viele sind nicht sicher. Wir haben immer noch keinen Fahrradschnellweg oder in den letzten 5 Jahren ist kein einziger entstanden, obwohl man sich viele Kilometer vorgenommen hat. Wir brauchen eine Fahrradinfrastruktur, die sicherer wird und wo mehr Menschen auch mit einem guten Gefühl durch diese Stadt radeln, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich stelle mir übrigens sofort vor, dass wir sofort ein Sofortprogramm auflegen, um sämtliche gefährlichen Kreuzungsbereiche, wo ja die meisten Unfälle gerade mit Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrern passieren, dass wir die schnellstmöglich sicherer machen. Dann werde ich immer sofort gefragt, würde Herr Ide auch gleich wieder sagen, ja, Herr Wegner, da fallen Parkplätze weg. Wollte ich gerade fragen. Ich weiß, das ist total klar. Und weil mir immer unterstellt wird, ich bin dazu nicht bereit. Na, selbstverständlich, wenn ich Kreuzungsbereiche für Radfahrer sicherer machen will, müssen 2 Parkplätze, vielleicht sogar 3 Parkplätze wegfallen. Aber ich sage Ihnen mal, ich fahre gerne Fahrrad, ich fahre auch gerne Auto. Ich kenne kaum einen Autofahrer, der nicht dazu bereit ist, auf Parkplätze zu verzichten, wenn Kreuzungsbereiche dazu sicherer wären. Ich kenne da kaum jemanden. Und das Allerwichtigste, Sie sind Busfahrerin, das Allerwichtigste, glaube ich, was wir wirklich voranbringen müssen, ist den öffentlichen Personennahverkehr hochzufahren. Wir brauchen bessere Anschlüsse in die Außenbezirke. Ich habe es vorhin schon gesagt, auch und gerne nach Brandenburg rein. Wir müssen den öffentlichen Personennahverkehr attraktiver machen. Wir brauchen bessere Taktzeiten. Er muss, wissen Sie, wenn ich heute im Berufsverkehr in eine U-Bahn einsteige, dann habe ich das Glück, ich muss gar nicht mehr selber einsteigen. Das machen die Menschen um mich herum, die mich ja reinschieben. So, und das sind Punkte, wo viele Berlinerinnen und Berliner sagen, nee, dann fahre ich doch lieber mit dem Auto. Und deswegen müssen wir das Angebot hochfahren. Und trotzdem, und da haben wir jetzt, glaube ich, einen Widerspruch, wenn ich Ihre Fragestellung richtig verstanden habe, trotzdem will ich das Autofahren in der Innenstadt nicht verbieten. Weil ich sage Ihnen, ich kenne so viele Menschen, alleinerziehende Mütter, die morgens die kleine Tochter in die Kita bringen, den kleinen Jungen in die Schule, dann zur Arbeit nach Mitte fahren, um dann die Einkäufe zu machen, um die Kinder dann wieder abends abzuholen oder nach der Arbeit. Das funktioniert alles nicht mit dem Fahrrad und das kriegt die auch so nicht mit dem ÖPNV hin. Und deswegen gibt es Menschen, die Auto fahren müssen. Ich denke da gerade auch an den Unternehmer. Ich höre oftmals von Handwerksbetrieben, Herr Wegner, wie soll ich denn als Dachdecker mit dem Lastenfahrrad unterwegs sein? Bisschen einfach gesprochen von denen, ich will Ihnen nur mal die Beispiele nennen. Und von daher wird es mit mir keine autofreie Stadt geben, auch keine autofreie Innenstadt, sondern wir als Politik. Und da will ich Ihnen Hoffnung machen. Ich glaube, die Mobilitätsbedürfnisse der Berlinerinnen und Berliner haben sich komplett verändert. Sie haben gerade gesagt, junge Leute wollen mit 17 Führerschein machen. Ich nehme das so nicht mehr wahr. Das war zu meiner Zeit noch so. Jeder in meiner Schulklasse wollte mit 18 Führerschein haben und jeder, sofern die Eltern das konnten, bei mir war es nicht so, wollte danach ein Auto haben. So, heute ist das ganz anders. Was mit Carla Siegmann? Frag mal doch mal. Heute ist das anders. Ich sehe, da haben wir unterschiedliche Meinungen. Echt? Also, ja, also ich nehme das bei mir schon wahr, dass die Jugendlichen natürlich auch diese Selbstbestimmung haben wollen, die man durch ein Auto erfährt, weil einfach die Verkehrsmittel, die wir nutzen, nicht gut genug ausgebaut sind, weil es auch vor unserer Schule nicht sicher ist, mit dem Rad zu fahren. Und deswegen bleibt ein Auto in Berlin einfach attraktiv und da wurde zu wenig getan. Der Autoverkehr ist auf jeden Fall immer noch bevorzugt in Berlin und deswegen wollen auch in meiner Generation, auch meine 16-, 17-jährigen MitschülerInnen wollen so schnell wie möglich einen Führerschein machen. Ja. Das mag aber die wenigsten wollen ein Auto, glaube ich, oder? Naja, das muss man sich auch erstmal leisten können, zumal man ja nebenbei vielleicht auch eine Wohnung kriegen muss in Berlin. Da deswegen kommen wir bestimmt. Kommen wir jetzt gleich drauf. Hoffe ich doch. Aber ich vielleicht trotzdem mal, weil ich glaube tatsächlich, wenn ich mit Menschen in ihrem Alter spreche, gerne auch ein bisschen älter, dann höre ich immer wieder, ja, ich habe einen Führerschein, aber wenn ich in meinem Bezirk unterwegs bin, ob ich nun in Pankow, Treptow-Köpenick oder Steglitz-Zehlendorf wohne, die kurzen Strecken mache ich mit dem Fahrrad. Wenn es mal ein bisschen weiter sein soll, dann nehme ich Bus oder Bahn. Und wenn ich wirklich mal selber fahren will, längere Strecken nach Brandenburg einkaufen gehe, dann mache ich Carsharing, was auch immer. Und das, ich glaube, dieses Sharing ist auch nochmal ein ganz wichtiges Angebot, wo wir die ganze Stadt auch erreichen müssen. Da müssen wir halt auch in die Außenbezirke, Pankow zum Beispiel, auch mit reinkommen. Das ist in den letzten Jahren wirklich unterlassen worden, was ich überhaupt gar nicht verstehe, weil die Anbieter wären bereit. Ich will mal nochmal zu Susanne Schmidt, die sich nochmal gemeldet hat, rübergeben. Weil sie kennt das ja aus eigener Erfahrung, diesen ganzen Wahnsinn. Genau, genau. Sind Sie denn bereit oder ist das Ihr Plan, dass Sie eine Autoreduktion vornehmen, zumindest im Innenstadtring, und dafür den ÖPNV eben besser takten, besser ausbauen und mehr Wertschätzung schaffen?
Das heißt, ob ich bereit bin, weiß ich nicht, Leuten zu sagen, ihr dürft nur noch an so und so vielen Tagen Auto fahren, zum Beispiel? Oder wie soll ich eine Autoreduktion hinbekommen? Naja, Spuren werden ja zum Beispiel, die Frage ist ja immer die Attraktivität. Zwei Spuren ist halt leichter vielleicht noch in die Stadt zu kommen, wenn aber eine Spur dann tatsächlich für den Radverkehr, ein bisschen mehr Fußverkehr gebraucht wird, ist es natürlich auch schon unattraktiver, überhaupt mit dem Auto, was ich habe, in die Stadt zu kommen, weil ich komme ja gar nicht mehr so richtig rein. Und wenn ich aber sehe, auf der Busspur neben mir fährt tatsächlich der Bus durch und wird nicht von den Falschparkern aufgehalten, dann steige ich vielleicht auch mal um. Vielleicht nicht jeden Tag, aber vielleicht ab und zu. Darauf zielt, glaube ich, so ein bisschen die Frage hin. Und übrigens auch eine Frage hier von unserer Leserin Frauke Birau-Delpont, die sagt auch, wie und in welchem Zeitraum soll denn die Verkehrswende wirklich in Berlin umgesetzt werden, auch zulasten des Autos aus ihrer Sicht. Aber da sind wir, da muss ich Ihnen jetzt dann doch energisch ein Stück weit widersprechen, wenn ich das sagen darf. Also erstens, Falschparker auf Busspuren ist inakzeptabel. Die parken falsch, da muss abgeschleppt werden. Und zwar konsequent und schnell, dass Busse schnell durchkommen. So, das ist heute schon Gesetzeslage, müsste nur mal jemand machen. Und das muss konsequenter gemacht werden. Die BVG hat ja mittlerweile eigene Abschleppfahrzeuge, glaube ich. Aber das ist auch viel zu wenig und das dauert alles viel zu lange. Und das muss schneller gehen. Ich bin sehr für sichere Fahrradwege. Aber sowohl Ihre Frage, Herr Ide, gerade eben, ich bin für sichere Fahrradwege, damit Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer sicher von A nach B kommen. Ich bin nicht für Fahrradwege, damit der Autofahrer keine Lust mehr hat, Auto zu fahren. Das ist ein Unterschied in der Denke. Ich will sichere Fahrradwege. Die Frage ist, ob das eine nicht das andere bedingt, weil die Straßen werden ja nicht größer. Nee, das glaube ich eben nicht, dass das eine das andere bedingt, weil wir haben es auch in anderen großen Metropolen, auch in amerikanischen Metropolen, wo du zum Beispiel eine Fahrradspur richtig abgetrennt hast, mit Trennung. Ich finde immer blöd, wenn du da irgendwelche Pfosten hinstellst, da kannst du wunderschöne Blumenkübel hinstellen, sieht auch attraktiver für die Stadtgestaltung aus, aber egal, das ist eine Geschmackssache am Ende des Tages. Aber wenn du es mal pragmatisch machst und nicht vor dem Hintergrund, ich will, dass die Autofahrer keine Lust mehr haben, Auto zu fahren, sondern ich will als erstes, dass der Verkehr fließt, sowohl wer Auto fahren möchte, als auch wer mit dem Rad sicher von A nach B kommt. Und na klar muss ich den Platz neu aufteilen. Ich kann ja keinen neuen Platz haben. Der Platz ist so, wie er ist und ich muss den Platz neu verteilen. Aber wissen Sie, statt über Fahrverbote, über unattraktive Autos zu sprechen, ich würde gerne darüber diskutieren, wie kriegen wir es hin, dass wir über Antriebsformen sprechen. Wie kriegen wir es hin, dass wir viel mehr Elektromobilität auf die Straße bekommen? Wie kriegen wir es hin, dass wir Wasserstoff nutzen als Technologie, auch für die Mobilität? Aber Platz verteilen heißt doch tatsächlich nicht nur zwei oder drei parkende Autos an der Kreuzung, sondern vielleicht auch die anderen parkenden Autos, wo vielleicht dann stattdessen die Lieferfahrzeuge stehen können, damit die nicht mehr auf der Busspur stehen. Wir brauchen Beispiel. Ganz klaren Wirtschaftsverkehr, wir brauchen auch mehr Ladezonen, das haben wir auch in unserem Programm drin. Das heißt übrigens im Umkehrschluss, da würden auch Parkplätze wegfallen, wenn ich Ladezonen für die Wirtschaft zur Verfügung stelle. Aber ich mache das nicht, weil ich will, dass der Autofahrer keine Lust mehr hat, Auto zu fahren, sondern weil ich will, dass die Wirtschaft bessere Ladezonen hat, sichere Ladezonen hat, wo eben nicht in zweiter Reihe geparkt wird oder Fahrradwege geparkt werden oder Busspuren beparkt werden. So, worum es mir tatsächlich geht, Herr Ide, und das ist der Unterschied. Ich will den Menschen nicht über Verbote oder Umerziehung oder Zwangsmaßnahmen das Autofahren nehmen, sondern über attraktive Angebote. Und ich glaube, dass wir überhaupt niemanden zwingen müssen, umzusteigen, weil ich wohne in einem Außenbezirk, darf ich immer sagen. Herr Ida hat es ja gesagt, in Klado. Ja? Da gibt es keine Schiene und ich habe die Alternative, morgens mit meinem eigenen Auto zu fahren oder im Stau zu stehen, weil eine Busspur gibt es auch nicht. Die kann es auch nicht geben, weil es eine zweispurige Straße, eine fährt nach Norden, eine fährt nach Süden. So, und das funktioniert nicht. Und ich kenne so viele Menschen in Klado, in meiner Nachbarschaft, die bereit wären, umzusteigen, wenn das Angebot da wäre. Und dann muss man sich mal Gedanken machen, wie ich so ein Angebot hinbekomme. Und wir haben neben der Potsdamer Chaussee eine wunderbare Fläche, das war ehemals der Mauerstreifen, wo ich Schienenverkehr hinlegen könnte. Wo ich auch mal darüber nachdenken könnte, wenn das gewollt ist, ob ich eine Spur da anbaue, wo ein Elektrobus tagtäglich hin und her fährt, von Klado bis zum Bahnhof Spandau. Und ich sage Ihnen, es würden so viele Leute freiwillig umsteigen, weil das Angebot da wäre. Und lassen Sie uns doch weniger über Verbote und Umerziehung reden, mehr über Angebote. Ich glaube, dass die Menschen ganz
selbstbewusst und frei entscheiden können, wie sie sich mobil bewegen wollen in dieser Stadt. Und wo Politik muss die Angebote schaffen. Wo wir bei Angeboten sind, kommen wir natürlich zu dem Angebot an Sie, jetzt doch mal auch alle Fragen zu stellen. Da wollen wir auch noch mal ein paar abarbeiten. Zum Beispiel hier von Facebook. Herr Tri fragt, Herr Wegner, wie stehen Sie zu all der Korruption und den Skandalen innerhalb der CDU? Stichworte Amthor, Maskendeals, Maaßen, Scheuer. Ja, also die CDU hat da sicherlich keinen guten Ruf. Wie kann man den reparieren? Geht das überhaupt? Nee, es waren viel zu viele in der CDU, die sich bei Maskendeals bereichert haben. Ich bin sehr, sehr froh, dass wir uns sehr, sehr konsequent von denen getrennt haben. Die sind alle nicht mehr in der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Und das ist auch gut. Und da muss es auch eine klare Trennlinie geben. Sowas ist inakzeptabel. Politik hat in den letzten Jahren, übrigens nicht nur die CDU, ich glaube alle Parteien, massiv an Vertrauen verloren. Das sieht man ja auch an Stärken von neuen Parteien, die am rechten Rand entstehen. Und ich will, dass Politik Vertrauen zurückgewinnt. Und was die Abgeordneten da gemacht haben, hat die Demokratie und die demokratischen Parteien nicht gestärkt und schon gar nicht das Vertrauen in Politik. Und sowas muss abgestellt werden. Hier gab es auch mehrere Fragen natürlich zum Thema Wohnen. Welche Haltung Sie da haben? Vieles weiß man ja schon. Sie sind sozusagen gegen den Volksentscheid zur Enteignung als CDU von großen Immobilienkonzernen. Stand gleich groß im Tagesspiegel. Habe ich da auch gehört und gelesen, ja, auf all unseren Kanälen. Sie wollen mehr Wohnungen bauen auf dem Tempelhofer Feld oder überhaupt Wohnungen, zumindest am Rand. Nun ist es ja so, die CDU profitiert ja auch maßgeblich, die Berliner CDU, von Wahlkampfspenden der Immobilienlobby. Wie wollen Sie denn jetzt ausgerechnet gegen diese Spender dann durchsetzen, endlich mal mit der Immobilienspekulation aufzuhören zu lasten der Mieterinnen und Mieter in Berlin? Übrigens nicht nur die CDU profitiert von Spenden aus diesen Bereichen der Immobilienwirtschaft. Ja, aber nicht nur die CDU, muss man immer ein bisschen aufpassen. Ich finde, wenn korrekt sein in der Formulierung auch. Und wir bekommen Spenden von ganz unterschiedlichen Gruppen. Wir bekommen kleine Spenden von Rentnerinnen und Rentnern. Wir bekommen große Spenden. Und wir haben eine ganz große Unterstützung, wie wir sie schon viele, viele Jahre nicht mehr hatten, weil sich ganz viele Menschen in dieser Stadt wünschen, dass wir eine neue Politik bekommen und dass diese Stadt endlich ihre Chancen nutzt. Und wir bekommen da eine Unterstützung, wie gesagt, von Klein- bis Großspendern, die wir in dieser Form aber noch nicht haben. Aber wird es dann auch eine neue Mietenpolitik geben oder lassen Sie das sozusagen und Herr Ide, so laufen? Wir kennen uns ja nun auch schon ein paar Tage und ich glaube, Sie kennen da auch sehr klar meine Haltung, die jetzt auch nicht neu ist. Also auf der einen Seite will ich natürlich, dass wir den Wohnraummangel beseitigen. Wir haben eine Leerstandsquote von 0,8% in Berlin. Das ist einzigartig schlecht. So, und das muss hochgefahren werden. Solange die Leerstandsquote so gering ist, werden die Mieten weiter explodieren. Das ist ein Riesenproblem. Und deswegen müssen wir auf mehr Neubau setzen im sozialen Wohnungsbau, also im klassisch bezahlbaren Bereich, wie man immer so schön sagt. Aber ich sage Ihnen, wir brauchen auch bezahlbaren Wohnraum für die Menschen, die in Berlin ein Einkommen haben, wo sie keinen Wohnberechtigungsschein bekommen. Der Polizist, die Busfahrerin, die keinen Wohnberechtigungsschein bekommt, die hat gar kein Wohnraumangebot mehr. Wenn du einen Wohnberechtigungsschein hast, ist es schwer, in Berlin eine Wohnung zu finden. Du findest vielleicht noch eine. Wer keinen Wohnberechtigungsschein hat, hat eigentlich gar keine Chance, weil eine Wohnung für 14, 15 Euro werden sie sich nicht leisten können. Ein Riesenproblem. Deswegen brauchen wir in allen Preissegmenten, in der sozialen Wohnraumförderung, im preisgedämpften Bereich, mehr Wohnungsbau. Das Zweite, weil das dauert ja ein bisschen. Das dauert alles viel zu lange in Berlin, das müssen wir beschleunigen. Aber trotzdem wird es ja auch, wenn ein CDU-Bausenator da ist, die Wohnung nicht von heute auf morgen entstehen. Das ist ja leider die Wahrheit. Und deswegen brauchen wir den Mieterschutz, den wir in dieser Stadt endlich scharf stellen müssen. Und wir haben ja die Instrumente. Warum wird die Mietpreisbremse in Berlin nicht konsequent angewandt, nicht konsequent durchgesetzt und auch sanktioniert? Na, weil das auch Bundesgesetz jetzt nicht so konsequent ist, dass man das wirklich machen könnte. Und oft genug ist es tatsächlich nicht passiert. Also ich kenne so viele. Deswegen wurde es ja auch nochmal nachgestellt, aber bisher ist ja für die Mieterinnen und Mieter daraus noch keine große Konsequenz entstanden. Da gibt es unterschiedlichste Gutachten, Aide, die genau das Gegenteil behaupten. Und auch sagen, wir haben auch aus diesem Grund ja jetzt in der Großen Koalition die Mietpreisbremse nochmal verschärft und verlängert. Wir haben übrigens im Bundestag daran beteiligt, ja, wenn man es konsequent durchsetzen würde. Ich höre von so vielen Mietern, dass sich hier Vermieter nicht an diese gesetzlichen Regeln halten. Und das finde ich inakzeptabel. Und das muss konsequent durchgesetzt werden. Und wer sich nicht an Recht und Gesetz hält, auch und gerade von Vermieterseite, der gehört klar und deutlich sanktioniert. Das wollen wir hier nicht.
Und ich kann mir zum Beispiel sehr, sehr gut vorstellen, was auch funktionieren würde. Es gibt eine Initiative im Bundesrat aus Bayern, einen Wucherparagrafen hier mal scharf zu stellen, dass es diese Wucheranstiegsmieten nicht mehr geben darf. Auch da bin ich sehr, sehr klar festgelegt. Und ich würde mir wünschen, und da werde ich mich für einsetzen mit aller Kraft, dass der Mietenspiegel endlich rechtssicher für alle gilt. Dass sich keiner hier rausklagen kann oder rausnehmen kann, weil der Mietenspiegel muss die Grundlage für Mietentwicklung sein und der muss hier endlich gelten. Wir haben den Betrachtungszeitraum verlängert und letzter Punkt, den ich noch sagen will, den ich auch machen will. Also bauen, Mieterschutz scharf stellen und das Dritte, wir müssen die Menschen gezielt unterstützen, die wirklich Probleme haben, ihre Mieten zu bezahlen. Und dafür wollen wir ein Berliner Mietergeld, dass wir ganz gezielt die Familien, die Studierenden, wen auch immer, so unterstützen können, dass er es auch wirklich braucht, dass sie es auch wirklich braucht. Also nicht so sehr in Beton das Geld stecken, sondern in die Menschen, die wirklich Hilfe brauchen. Zwei Fragen noch dazu, ganz kurz von unseren Zuschauerinnen und Zuschauern. Gabriele Flüchter sagt, Senatsverantwortung für den Bau. Wie soll das eigentlich mit den Bezirken koordiniert werden? Ähnliche Frage von Jan B. Was der Senat will an Wohnungsbau, das verhindern oft die Bezirke, weil da andere Parteien oder sogar die gleichen regieren, aber die Leute Angst haben. Welche Lösung stellen Sie sich dafür vor? Auf der einen Seite müssen wir... Wissen Sie, wir haben ein konkretes Beispiel. Wir haben ja ein Projekt oder ein Baufeld in Pankow, was ja auch umstritten ist, wo es auch Bürgerinitiativen gibt. Ich habe mich auch mit denen getroffen, ist schon ein bisschen her, aber das Thema ist ja immer noch da. Die Menschen haben ja gar nicht so sehr Angst davor, dass da ein neues Wohnquartier entsteht, weil jeder weiß in Berlin, wir haben Druck und wir brauchen mehr Wohnraum. Was die Menschen dort ärgert, und das habe ich auch in anderen Bereichen in Berlin festgestellt, es werden Wohnungen gebaut, das ist gut, aber man vergisst komplett die Infrastruktur. Also es werden Wohnungen gebaut, aber keiner sagt, ob da Busse fahren. Keiner sagt, wie man die Menschen eigentlich da wegbringen will. Und die Menschen, die dort jetzt wohnen, haben Angst, total im Stau zu stehen. So, wenn die Wohnungen da sind, ziehen Menschen ein. Auf einmal merkt man, Mensch, da sind auch Kinder, da brauchen wir vielleicht auch Kitas und dann brauchen wir Schulen. Ich finde, das muss alles parallel viel offensiver gemeinsam gestaltet werden, weil damit nimmst du auch Mietern oder Menschen, die dort schon leben, auch ein Stück weit die Ängste. Klar müssen wir die Menschen einbeziehen, aber wir brauchen mehr Wohnraum. Und weil ich weiß, dass es immer wieder da auch mit Bezirken, egal von wem sie regiert sind, der Fragesteller hat komplett recht, weil es da immer wieder Probleme gibt, wünsche ich mir, dass gerade solche größeren Projekte, größeren Infrastruktur- und Wohnraumprojekte dann auch, wie ich es vorhin schon sagte, wirklich in die Senatsverantwortung kommen. Von der großen Senatsverwaltung für Verkehr und Stadtentwicklung, die sich Frau Giffey wünscht. Na, das müssen wir mal sehen. Das scheint sich Frau Giffey so zu wünschen. Sie finden es auch nicht so schlecht. Entscheidend ist am Ende des Tages nicht, wie eine Senatsverwaltung aufgebaut ist, sondern dass alles Entscheidende ist, was diese Senatsverwaltung in den nächsten 5 Jahren machen will. Das ist das Entscheidende. Und so, das muss anders werden als jetzt. Da sind wir mal sehr gespannt, was Sie in den nächsten Jahren machen wollen, ob nun in der Opposition oder eben nicht. Wenn Sie aber nicht in der Opposition sind, sondern tatsächlich im dann nicht mehr rot-rot-grünen Rathaus, weil mit den dreien wollen Sie ja dann sicherlich nicht kooperieren, zusammen, wollen wir mal hören, was unsere Co-Moderierenden sich wünschen, wenn sie denn tatsächlich Verantwortung tragen, Herr Wegner. Vielleicht fangen wir mal an mit Herrn Eisbert. Sie haben sich jetzt alles angehört. Was glauben Sie, was muss Kai Wegner unbedingt durchsetzen, wenn er was durchsetzen darf? Gut, ein paar Bemerkungen. Was man machen will, hat immer mit der Führung zu tun. Wie der Herr so der Recherche. Also ich hoffe mich erstmal, dass dann der Herr Wegner sich nicht ehrenamtlich, aber auch hauptamtlich nicht als Rettungsschwimmer der Berliner Wirtschaft darstellt. Ich habe nicht konkret aufgenommen, welche Änderungen sich da ergeben wird. Letztens würde ich mich erstmal, weil es ist so die Schlussrunde, bedanken wollen bei der Tagesspiegel für das tolle Format. Meine Komplimente insbesondere an Carla Siepmann. Ich bin wirklich beeindruckt mit 15 Jahren, Wahnsinn, dass man so inhaltlich diskutieren kann. Da können sehr viele ein Beispiel dran nehmen. Und eine letzte Bemerkung als Autofahrer. Manchmal als Autofahrer, es geht leider nicht anders, man sieht die Fahrräder auch immer von links, von rechts, von oben über den Bürgersteig. Man ist auch als Autofahrer, natürlich ist man in die sichere Position, aber wir müssen auch mal etwas differenzieren, weil es ist Chaos in Berlin mit allen Fahrrädern, die wirklich an alle Seiten, von allen Seiten kommen. So kenne ich das zumindest nicht in der Form in Holland.
Also wenn wir über eine gewisse Art der Erziehung reden, hoffe ich, denke ich auch, dass da noch etwas Bedarf gibt. Okay, dann schalten wir gleich um, wenn wir schon beim Verkehr sind, zu Susanne Schmidt. Was würden Sie sich unbedingt wünschen von Kai Wegner als zumindest vielleicht Bürgermeister? Ja, ich würde mir sehr, sehr wünschen, dass Sie weniger nach Amerika gucken und stattdessen vielleicht mal ein paar Tage in Paris verbringen oder auch in Barcelona und sich da angucken, wie da der Verkehr neu geregelt ist und ja tatsächlich die Bürgerinnen und Bürger sehr zufrieden sind mit dem Zustand, der da jetzt gerade herrscht. Und diese guten Sachen mitbringen nach Berlin, ohne natürlich zu sagen, es sind Verbote oder es sind Umerziehungsmaßnahmen. Es sind ja einfach Maßnahmen für ein besseres Leben für uns alle. Das würde ich mir sehr wünschen. Ja, das wünschen wir uns auf jeden Fall alle, ein besseres Leben für uns alle in dieser verrückten Stadt. Carla Siepmann hat ja noch viel von diesem tollen Leben vor sich. Was wünschen Sie sich von Kai Wegner, wenn er hier Verantwortung trägt? Unabhängig vom Klimaschutz, den ich in den letzten Jahren nicht überzeugend fand, finde ich wichtig, dass soziale Berufe wieder gestärkt werden. Das heißt nicht nur Krankenpflegende, sondern auch Lehrende, die Leute, die sich um unsere Infrastruktur kümmern, Leute, die im öffentlichen Personennahverkehr tätig sind oder auch bei der BSR etc. Dazu müssen meiner Meinung nach Ausbildungsplätze aufgebaut werden, Gewerkschaften gestärkt werden, Löhne erhöht werden. Man muss aber auch andere Schulabschlüsse wieder attraktiver machen. Wir haben fast schon eine Inflation an Abiturabschlüssen im Jahr. Der Realschulabschluss in Berlin, der MSA oder auch der einfache Hauptschulabschluss sind nahezu wertlos und das darf meiner Meinung nach nicht sein. Also nach 10 Jahren Schulbildung kann man nicht gelten als jemand ohne Abschluss, nur weil man einen Hauptschulabschluss hat. Also das finde ich wichtig, damit wir in Zukunft auch eine Stadt haben, in der noch gearbeitet wird, in der die Leute auch noch in den systemrelevanten Berufen arbeiten und wir nicht hier verkommen. Okay, das wollen wir auf keinen Fall. Das auf jeden Fall waren die 5 Tagesspiegel-Wahlkampf-Talks. Sie können alle, ja, sofort. Sie können alle nachschauen bei YouTube und Facebook und auch auf der tagesspiegel.de Seite. Ich will jetzt schon mal, bevor Herr Wegner noch mal kurz was sagen darf, dem ganzen Team hier danken hinter den Kameras. Das ist ja wirklich eine Großaktion gewesen für uns als Tagesspiegel und da möchte ich noch mal sagen, danke an alle in der Technik und an den Tasten, die hier rund um die Uhr arbeiten. Dafür schon mal herzlichen Dank, sonst wäre das alles gar nicht möglich gewesen. So, Herr Wegner, Sie wollten jetzt auch noch Ihre Zukunftsversion der Stadt in einer Minute sagen, dann aber schnell. Eine Minute. Also, ganz kurz noch mal. Erstens, ich gucke nicht nur nach Amerika, sondern gerne auch nach Paris, aber vor allen Dingen nach Barcelona und Kopenhagen. Und da gibt es einiges, was gut ist und einiges, wo ich sage, das passt nicht zu Berlin. Aber lassen Sie uns das wirklich angehen. Ideologiefrei, aber ergebnisorientiert, dass es eine lebenswerte Stadt ist, wo jeder selbst entscheiden kann, wie er sich mobil bewegt. Und ich glaube, das ist ein guter Anspruch. Das kriegen wir hin. Beim Thema Wirtschaft noch mal vielleicht nur ganz kurz. Rettungsschwimmer braucht man vielleicht. Aber ich sage Ihnen mal, ich habe ja gesagt, Entbürokratisierung, mittelstandsfreundliches Vergaberecht. Wie kriegen wir es hin, dass unsere Unternehmen wieder auch gute Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer findet, gute Auszubildende? Und da bin ich bei Ihnen. Das Thema Bildung haben wir heute leider ein bisschen ausgespart oder haben es zeitlich nicht geschafft. Aber es ist ein Thema, was mich total bewegt, weil Sie haben völlig recht. Wir haben mittlerweile eine Situation, wo jeder irgendwie will, Hauptsache ich habe mein Abi. Und das ist völlig okay, jeder soll auch sein Abi machen, aber wir müssen auch wieder den MSA so aufwerten, dass Leute sich für Berufsausbildung entscheiden, dass wir genau Handwerksbetriebe, Mittelständler auch stärken und nicht jeder muss zwingend ein Abitur haben. Das ist gut, wer ein Abitur macht, aber wer kein Abitur hat, ist auch kein schlechterer Mensch. Und das müssen wir hinkriegen, aber wir brauchen sowieso eine bessere Qualität in der Bildung, wir brauchen bessere Lehrerinnen und Lehrer. Deswegen brauchen wir die Verbeamtung, wir brauchen die Vorschule wieder und wir müssen gucken, dass nicht mehr knapp 10% in Berlin die Schule ohne Schulabschluss verlassen. Das wurmt mich sehr, weil diese Kinder, diese Jugendlichen haben kaum eine Chance und das müssen wir dringend ändern. Ansonsten brauchen wir einen Neustart in Berlin. Die Stadt hat unendlich viele Chancen. Wir müssen sie endlich nutzen und dafür trete ich an. Na, das werden wir sehen. Also, dass Sie antreten, das wissen wir ja, aber wir werden sehen, was da wirklich rauskommt. Was wir auf jeden Fall in dieser Stadt brauchen, sind so engagierte Berlinerinnen und Berliner wie unsere
Co-Moderierenden. Und deswegen gibt es jetzt natürlich zum Abschluss noch Geschenke. Hier kommt gleich noch jemand ins Bild und bringt Geschenke vorbei. Hallo, stellvertretend. Sie danke, kriegen Jan. Natürlich keins. Sie kriegen vielleicht Wählerstimmen. Dann die anderen Geschenke in Studio C und D werden natürlich auch noch verschickt und auch an Ricardo Lange, der auch noch herzlich grüßen lässt. Ich möchte mich aber auch bedanken bei Ihnen als Zuschauerinnen und Zuschauer, auch fürs Mitmachen, die vielen Fragen. Wir konnten die alle gar nicht abarbeiten. Und ich will nur mal sagen, mehr als 500.000 Menschen haben diese Talks verfolgt oder jetzt Ausschnitte auf Social Media sich nochmal angesehen. Und das zeigt wirklich, diese Stadt will es wirklich wissen in diesem Wahlkampf. Und wir bleiben für Sie als Tagesspiegel natürlich dran, als unabhängige Journalistinnen und Journalisten auf allen Kanälen. Ja, unseren Barbecue-Tagesspiegel-Wahlkampf-Grill stellen wir jetzt mal kurz in den Schuppen. Vielleicht holen wir den nochmal nach der Wahl wieder raus. Das Wetter soll ja wieder schöner werden. Genießen Sie es also und wählen Sie vor allen Dingen schön am Sonntag. Vielen Dank fürs Zusehen und ich grüße Sie.